Moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 7. Spieltag zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC. Endstand 1:0. Ich begrüße beide Gäste, beide Trainer, beide Cheftrainer so rum und gebe zuerst dem Gästetrainer natürlich das Wort. Kurzes Fazit zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank, guten Abend an alle. Zunächst mal Glückwunsch, Tim, und an deine Mannschaft zu dem Heimsieg gegen uns. Ich glaube, wir haben eine gutklassige Partie gesehen von zwei Mannschaften, die nach vorne gespielt haben, die in der ersten Halbzeit beide ihre Momente hatten. Wir hatten zwei, drei Möglichkeiten, wo Heuer Fernandes zunichte macht. Auf der anderen Seite hatten wir in dem einen oder anderen Moment das Quäntchen Glück, dass der HSV nicht richtig zum Abschluss kam oder wir immer noch mal ein Bein dazwischen hatten. Deswegen wäre es, glaube ich, mit einer 0:0-Geschichte auch in die Pause gegangen. Wäre nicht die zwei, drei Minuten vor der Pause eine relativ ungefährliche Aktion eigentlich gekommen im Verhältnis zu allen anderen Aktionen, die beide Mannschaften hatten, wo wir dann so ein bisschen unterschätzen aus meiner Sicht, nicht richtig Zugriff finden, den Spieler parallel zum 16er laufen lassen, gleichzeitig noch fallen und dann ja, der HSV so dieses Quäntchen dann auf seiner Seite hat, was uns in den Momenten vorher gefehlt hat. Dass es dann ein bisschen schwieriger wird in Halbzeit 2, war klar. Der Gegner ist insgesamt besser ins Spiel gekommen, hat bessere Lösungen gefunden, um die erste Reihe von uns dann auch zu überspielen. Und hat dann auf Strecke immer mehr auch einen ruhigeren Ballbesitz gehabt, um eine gewisse Ruhe ins Spiel dann auch für sich selbst zu bekommen. War immer wieder gefährlich über Umschaltaktionen, war logisch. Dennoch haben wir auch nochmal die Möglichkeit durch Marvin Wanicek, wo wir mehr schlampig den Pass zu Wanne spielen aus meiner Sicht, um nochmal zurückzukommen. Das war aber dann auch, muss man fairerweise sagen, in Halbzeit 2 die einzig nennenswerte Aktion von uns offensiv. Man hat dann, glaube ich, auf Strecke gemerkt, dass die Körner weniger geworden sind. Es hat dann auch so ein bisschen der Push gefehlt von einem Tor, um da nochmal die zweite oder dritte Luft zu bekommen. Und deswegen ist das Spiel dann am Ende auch 1:0 ausgegangen. Auf Strecke in Halbzeit 2, je länger das ging, desto mehr hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass es dann auch in Richtung des Gegners, in Richtung nicht unverdient auf alle Fälle ging. Was wir aber aus der Partie mitnehmen, glaube ich, dass wir ein ebenwürdiger Gegner waren. So wie wir ihn angekündigt haben, so sind wir aufgetreten. Und es fehlt nicht viel, aber immer wieder noch ein Quäntchen hier. Und deswegen werden wir es in einem halben Jahr wieder versuchen. Dankeschön. Vielen Dank, Tim. Dann würde ich dich bitte bitten. Ja, es sind ja immer heiße Duelle. Wir hatten letztes Jahr auch einige und ja, die waren auch immer knapp, bis auf das eine Heimspiel. Ansonsten glaube ich, dass der KSC in Halbzeit 1 besser war als wir. Ja, auch vielleicht da eine zwingendere Torchancen hatten als wir. Wir hatten Daniel Heuer Fernandes. Hat es wirklich dann auch sehr gut gemacht. Wir hatten vorne auch unsere Momente und unsere Chancen. Leider haben wir nur Lüdo, weil er total konsequent und überzeugt von dem war, was er tun wollte. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und ja, und wenn wir dann mal führen, dann ist es mittlerweile sehr, sehr schwer, gegen den HSV zu spielen. Und ich glaube, so wie es Christian dann auch gesagt hatte, in der zweiten Halbzeit war man wieder der HSV, den wir auch in den letzten Wochen waren, sehr konsequent, sehr, sehr strukturiert und vor allem sehr, sehr aggressiv, verteidigend, aber vorne trotzdem unsere Chancen leider. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, spielen wir unsere Konter momentan nicht so sauber aus, dass wir hätten früher den Deckel drauf machen können. Am Ende sind wir glücklich, dass wir gewonnen haben im sehr schweren Heimspiel mit tollen Fans, ja, die haben uns nach vorne gepusht ohne Ende gegen einen wirklich guten KSC. Danke. Dann kommen wir zu den Fragen. Danke, Tim. Und Wolfgang Stefan vorne in der ersten Reihe macht bitte den Anfang. Ja, guten Abend. Tim, die Frage zu deiner Halbzeitsansprache. Was hast du dem Team mitgegeben aus deiner Sicht? Was hat sich geändert in der zweiten? Also was hast du gesagt, damit sich das Spiel ändert in der zweiten Halbzeit? Es war ja tatsächlich ein ganz anderer Auftritt. Ja, ist auch gut, dass der Trainer für was gut ist, oder? Ja, was hat er gesagt, der Trainer?
Ja, ich glaube, dass wir anders angelaufen sind. Wir sind 1-1 dann vorne angelaufen, haben nicht mehr abgekippt, was wir auch in der ersten Halbzeit schon nicht wollten. Sonny und Bobby haben immer abgekippt. Lüdo ist da nicht hochgekommen. Dadurch haben sie die 6 öfters angespielt. Ja, und auf der rechten Seite sind wir nicht durchgeschoben. Ja, und dadurch haben sie immer wieder Kopfballverlängerungen gehabt in die Tiefe. Ja, weil Mario da nicht drin war und weil Moritz nicht beim Kopfball war. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit geändert. Ja, Moritz weiter nach vorne gezogen, Mario weiter durchgeschoben, so wie wir eigentlich auch immer prinzipiell verteidigen wollen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gemacht, ja, weil wir da ein, zwei Sequenzen den Jungs gezeigt haben, aber auch mit Ball. Ja, wir wollten mehr Überzahl im Zentrum herstellen. Dadurch sind wir immer wieder in Situationen gekommen, die wir auch richtig gut gelöst haben bis ins letzte Drittel. Und ja, irgendwann müssen wir halt dann die Bude mal wieder treffen. Nicht nur einmal. Roland Kahl für Herr Esports, bitte. Ja, Ludovic Reis heute vielleicht Man of the Match, nicht nur wegen seinem Tor. Aber Sonny Kittel fliegt so ein bisschen unterm Radar, wird aber immer besser. Wie sehen Sie das? Warum unterm Radar? Ich finde, dass er seine Momente hatte heute. Ja, und er war ein bisschen unglücklich in seinen Standardsituationen, aber trotzdem hat er immer wieder Energie, die er uns bringt und das macht er richtig gut. Darum bin ich mit Sonny sehr zufrieden. Ja, und wir haben nur erhofft, dass wir nochmal vielleicht einen frischen Spieler bringen, der dann auch die gleiche Energie reinbringt, und das hat Lazi dann auch gemacht. Ich finde, dass Lazi auch in den vergangenen Wochen, gerade letzte Woche und heute, wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, dass er viel mehr drin ist und ja, so sein Licht auch ein bisschen hinten anstellt. Von daher bin ich sehr zufrieden mit den Jungs. Dann einmal bitte der Kollege in der zweiten Reihe. Ja, Christian, es gab einige enge Duelle, die dann auch zu Ungunsten für euch entschieden worden sind. Nach dem Spielende hast du da ein bisschen erboster mit dem Schiedsrichterteam gesprochen. Was hast du denen gesagt? Ja, nix. Ich glaube, man darf Verständnis haben, dass so diese 50-50-Aktion in Halbzeit 2, je länger es ging, desto mehr wurde so ein bisschen gekippt auf die Seite vom HSV. Und zwar nicht parteiisch gemeint von mir, sondern die Entscheidungen fielen halt immer wieder auf die andere Seite. Final mit einem für mich vogelwilden Heben der Fahne. 2 Minuten vor Schluss oder schon in der Nachspielzeit, wo dann auch sich der Letzte im Stadion wirklich gefragt hat, was er für eine Idee hatte. Aber nochmal, es ist dann normal, wenn du 90 Minuten hier Körner lässt, dass du so in der einen oder anderen Situation dann vielleicht auch mal dich benachteiligt gefühlt hast. Ich wollte eigentlich eher die Jungs wegholen. Ja, ist dann immer so ein bisschen schwierig mit dem Videobeweis auch, der dann ja schon 10 Minuten gebraucht hat, um keinen Foul festzustellen. Aber das würde ich übrigens auf der anderen Seite genauso sagen. Und wir finden da nur 4 Minuten. Das ist dann schon spannend immer. Aber nochmal, das hat überhaupt nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Aber ich konnte die Jungs dann da in dem Moment einfach auch mal verstehen. Lars Pegelow für NDR 90,3. Einmal hinter dir. Dankeschön. Herr Walter, ich habe eben den Eindruck gehabt, Ihre Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Jetzt haben Sie in 2 Wochen schon wieder ein Samstagabendspiel bei ähnlicher Atmosphäre. Wie lange halten Sie denn das durch, solche Spiele bei dieser Atmosphäre? Geht immer. Geht immer weiter. Morgen wird erholt für mich. Die Jungs machen morgen schon wieder weiter. Von daher kriegen wir schon hin. Gibt es weitere Fragen? Henrik Herkopfs einmal fürs Abendblatt, bitte. Ludovic Reis durfte sich eben noch über ein Küsschen vom Trainer freuen. Machen Sie das häufiger oder war das heute der Lohn für seine Leistung und für sein schönes Tor? Ich glaube, Ludo und ich haben ein besonderes Verhältnis. Deswegen, wir necken uns, aber wir können schon sehr, sehr gut miteinander. Von daher hat er das heute verdient. Wunderbar, mit all der Zärtlichkeit würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz. Unseren Gästen natürlich eine gute Heimreise. Vielen Dank. Kriegst auch noch einen Kuss, Philipp. Ja, deswegen gehe ich schnell.